Warte noch kurz, bis ich mein Gesicht unter Kontrolle habe. Ich mache schon auf. So, der Tarik sieht jetzt auch wieder was und jetzt geht's hier ab. Und zwar, wir dürfen euch auch den coolen Battle Counter von der Army Box vorstellen. Und das machen wir jetzt auch. Ganz genau. Und wie ihr alle wisst, ist diese coole Box natürlich gerade aktuell im Kickstarter. Und darum möchte ich natürlich auch nochmal darauf hinweisen, dass ihr die dort erwerben könnt. Ja, also es ist schon mehr als komplett finanziert. Also da ist kein Problem mehr, dass es nicht zustande kommt. Ja, und wir zeigen euch jetzt einfach nochmal, was genau alles drin ist. Ja, also alleine Deckel sieht man ja schon, ist ziemlich gefüllt mit verschiedenen Anzeigen. Hier einmal für die Spielzugrunden, welche Runde man gerade ist, eine Anzeige. Hier für beide Spieler ist jetzt auf 40k getrimmt, dieser Deckel. Einmal die Command Points, dass man eine Übersicht behält, wie viele Command Points jeder Spieler ausgegeben hat und aktuell hat. Und natürlich auch, wie viele Siegespunkte man aktuell hat, weil bei 40k ist ja, dass man jede Runde irgendwie Siegespunkte sammeln kann. Kann schon relativ stressig werden. Und natürlich hier diese drei speziellen Siegespunkte oder Siegesbedingungen. Einmal hier dem First Blood, Warlord und der Durchbruch. Ja, und was ganz cool ist an dem Deckel natürlich, dass er im Gegensatz zu der ersten Version des Battle Counters feststellbar ist, dass er nicht einfach abfällt. Weil mir ist schon passiert mit der alten Box, dass sie runtergefallen ist und dann waren alle Würfel draußen. Also hier, zack. So sieht das gute Stück dann aus, wenn es gefüllt ist. Also ist natürlich nicht ganz voll gemacht, aber man sieht, man kriegt schon einiges rein. Sehr viel Platz für die einzelnen Spielutensilien, wo man braucht hier. Ein paar Marker, Laser, Maßband, Würfel. Und ein extra Fach, das genau ausgepeilt ist für die Missionskarten von 40k. Ja. Optimal. Und wenn man es rausholen will, natürlich, man kann einfach das ganze Ding rausnehmen. Für die Karten, hier gibt es extra nochmal so einen kleinen Griff, dass man sie rauskriegt. Zack. Auch sehr gut gelöst. Und hier unten kommt dann noch eine kleine Würfelbox, was auch eine sehr, sehr coole Idee ist. Zack. Erstmal ein einziger Würfel. Und halt rote Würfel auf rot. Ja, überragend. Der sieht den Battle Counter komplett, ne? Ja, also, aber hier natürlich das Fach haben wir kurz vorhin schon mal erwähnt. Kann man auch nochmal rausnehmen. Zack. Ja, wirklich super. Der sieht die Grundstufe beim Kickstarter. Nur der Battle Counter. Quasi die Box. Und hier diese Boxen in sich. Plus natürlich das coole kleine Würfelbrett. Und der Deckel natürlich. Den Deckel gibt es übrigens auch nochmal in einer zweiten Version, in der, also die nicht 100% auf 40k getrimmt ist. Da kann man hier die Felder selbst beschriften. Hier in der Mitte fällt noch was weg. Ja, und da gibt es noch was dazu. Und zwar hier diesen Live-Counter, was ja bei 40k auch mittlerweile relativ wichtig ist. Da ja mittlerweile auch Fahrzeuge und große Monster relativ viele Lebenspunkte haben. Ja, und mit dem Live-Counter kann man eben hier einmal markieren. Das ist jetzt zum Beispiel hier der erste Platz, mein Blutdämon. Und er hat jetzt noch seine, keine Ahnung, 16 Lebenspunkte jetzt zum Beispiel. Und so kann man das dann halt eben markieren, wie viele Lebenspunkte der aktuell hat. Und natürlich auch mit bis zu 10 verschiedenen Modellen. Ich habe hier eben die Marker für die Modelle. Und natürlich die einzelnen Lebenspunkte-Counter dann noch. Eigentlich auch eine ziemlich coole Idee für 40k, weil man da bei größeren Spielen gerade relativ schnell einen Überblick verlieren kann, wie viele Lebenspunkte man hat. Oder man muss tausende von Würfeln hinlegen. Ja. Da ist es ganz gut gelöst. So liegen dann quasi nur noch die Figuren mit Zack. So einem Token nebendran. Und dann kann man gucken, ja, der hat so und so viele Lebenspunkte, alles klar, verliert 5. 5 runtergezogen, alles klar, los geht's. Oder getötet worden, da kann man natürlich auch im Deckel gleich hier Siegespunkte dazu addieren und sowas. Alles schon ganz gut gelöst für 40k auf jeden Fall. Andere Spiele, so wie wir für Ball Action, braucht man das alles nicht so wirklich, also den Live-Counter sowieso nicht. Der Deckel ist auch ein bisschen, ist fast zu viel drauf, aber das macht ja nichts.
Weil es sieht trotzdem extrem schick aus. Die Counter natürlich lassen sich auch einwandfrei aufbewahren. Und der Live-Counter an sich, also dieses kleine Brett, zack, passt auch wunderbar rein. Deckel drauf. Deckel drauf, Affe tot. Achtung. Oder wie sagt man? Deckel zu, Affe tot, nee. Egal, Hauptsache Affe tot. Dann kann man hier noch wieder schön verschließen. Dann fällt es auch nicht raus. Und dann ist der Battle Counter wieder bereit, um quasi all sein Stuff wieder wegzutragen. Ab in den Rucksack und nichts fällt raus. Also sehr schick gelöst, Jochen. Exzellent. Und weil wir so eine kleine Review-Box gekriegt haben vom Jochen, war auch gleich so geil und hat hier auf der einen Seite steht natürlich Fat Army Box drauf und auf der anderen Seite, Achtung, richtig gut, zack, hier Tabletop Gorillas, extra für uns gemacht, die Box. Richtig geil. Ja, wir kommen jetzt nochmal kurz zum Fazit, zu dem Battle Counter, was wir davon halten. Und man sieht es auch gleich schon. Also im Vergleich zu der alten Box ist der neue um einiges cooler. Das ist einer der wichtigsten Punkte, Jochen, dass der Deckel jetzt fest verschließbar ist. Das war bei der ersten Box echt uncool. Ja, mir ist wirklich passiert. Es ist runtergefallen und man sieht ja auch, wie viel Zeug ich da drin habe. Hat sich schon alles verteilt, das war ein bisschen uncool. Aber also ich persönlich, ich finde es extrem praktisch, hier so die ganzen Würfel und sein Gedöns, was man halt braucht, dass man das schön gesammelt in der Box hat. Soundeffekt. Ja, und das sieht halt auch extrem cool aus, also das, da kann man ja nichts dazu sagen, hier die ganzen Zahnrädchen und sowas. Also mir gefällt er sehr gut, vor allem noch das kleine Gimmick, was beim alten ja auch gefehlt hat. Das ist quasi das Inlay, was jetzt in der Box drin ist, wo dann nochmal eine Würfelunterlage drin ist, was auch sehr praktisch ist. Das ist halt leider nicht so ganz so cool wie das Würfelbrett, aber... Na gut, das geht ja nicht. Was noch ein wichtiger Punkt war, Männer, und zwar, wir waren auch beim ersten Kickstarter, bei der ersten Box auch so ein bisschen involviert, mit den Videos machen und mit Jochen reden und sowas, ja. Ja, wir waren quasi mehr oder minder fast von Anfang an dabei bei der Army-Box und haben jetzt gesehen, was der Jochen hier da noch rausgezaubert hat und... Ja, da muss man auch dem Jochen auf jeden Fall hier mal den Respekt aussprechen, also das hat er wirklich, wirklich gut gemacht. Der erste war ja ein bisschen weniger erfolgreich, nehmen wir es mal, aber er hat dann das ganze Feedback sich geschnappt und eben die Box rausgebaut. Und jetzt stand heute... Er ist ja jetzt schon erfolgreich gefundet. Irgendwie über 8000 Euro, nicht mal ganz 2 Stunden gebraucht, dann war er ja, heute ist der wievielte? Heute ist der 31. Januar, genau. Bis das Video rauskommt, ist es schon einiges weiter wahrscheinlich. Gibt es wahrscheinlich noch ein paar Stretch Goals, was er sich einfallen lassen hat. Aber ja, auf jeden Fall, das hat er schon ziemlich gut gemacht. Richtig fett, Jochen. Und natürlich auch vielen Dank, dass du die Box geschickt hast, dass wir uns das selbst dazu sagen können. Und wir beide freuen uns riesig, dass der ganze Kickstarter jetzt schon so erfolgreich ist. Und wir hoffen natürlich, dass er noch ein bisschen erfolgreicher wird bis zum Ende von der Kampagne. Wir sind auch schon auf neue Projekte von dir gespannt. Ja. Aber Freunde, das soll es gewesen sein. Wir haben uns auch die neue Army-Box angeguckt. Checkt auf jeden Fall mal bei Kickstarter aus, was sich der Jochen noch alles für Stretch Goals und was es für Zeugs da gibt, einfallen gelassen hat. Und wenn ihr Bock auf so eine coole Box habt, dann... kauft bei Kickstarter ein oder kommt am 12. Mai zu der Art Armacon, da wird der Jochen auch sein. Und genau, und schon das Ding, da könnt ihr euch mal live selbst angucken, der Jochen stellt es euch vor, genau. Und verkauft es natürlich auch, ja. Aber das soll es gewesen sein, der Blutdämon, Tarek und ich sagen ciao und bis zum nächsten Mal. Zack, Tarek hat keine Kapuze mehr auf. Und die Horror. Ihr habt es vorhin gesehen, hier auf diesem Battle Counter ist geil unser Lame drauf gebrannt. Das heißt, ich behalte ihn für mich. Ja, der bleibt am Tarek. Tarek freut sich voll, dass er einen gekriegt hat. Aber der Jochen hat zu uns gesagt, ey Männer, wenn ihr Bock habt, haut da trotzdem noch einen raus. Verlost da noch einen, ganz genau. Und das werdet man tun. Und dafür checkt ihr einfach den Link in der Beschreibung aus. Und dann könnt ihr einfach hier während dem Kickstarter bei uns noch so einen Battle Counter gewinnen. Und dann ist auch gut. Ja, aber der wird, glaube ich, erst so wie der Jochen gemacht hat, danach den Kickstarter ausgeliefert. Ich glaube, er versorgt erstmal die alle beim Kickstarter mitmachen. Und dann kommt der Gewinn. Aber... ja, wenn der Kickstarter rum ist, wird der Gewinner auf jeden Fall auch genau, er wird auf jeden Fall versorgt, ja. Na, jetzt aber. Servus.